Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin, in allen 200 Ausgaben gewesen und auch heute. Und ich bin Bierblogger bei Probier.at und versorge euch Montag, Mittwoch, Freitag immer wieder mit dem Bier um 4. Und ja, jetzt ist ja, wie gesagt, die 200. Ausgabe, großes Jubiläum. Wir könnten eigentlich jetzt hier ein kleines Feuerwerk abbrennen. Aber wir müssen ja auch ein spezielles Bier haben. Und diejenigen von euch, die so den Blog ein bisschen verfolgen, beziehungsweise auch mehr auf Facebook folgen, die wissen, dass ich in Vancouver war. Und ich habe dort Steamworks besucht, eine Brauerei, die ja so ein bisschen historische Wurzeln, zumindest familiär bedingt, in Wien hat. Und ich war schon ganz gespannt, weil ich habe dort ein Bier erwartet, was im Internet schon angekündigt wurde, was beim British Columbia Beer Fest Best of Show geworden ist, bestes IPA geworden ist. Die Rede ist vom neuen Flagship IPA von Steamworks. Gibt's nur in der Dose bzw. on tap im Taproom bzw. im Restaurant. Zu kaufen gibt es das auch als einzelne Dose gar nicht. Ich habe relativ lang verhandeln müssen, bis man mir ein paar Dosen mitgegeben hat, weil die sind normalerweise nur in einem Mashup-Paket, wo 4 verschiedene Biersorten von Steamworks mit dabei sind. Unter anderem also auch nur 2 Dosen davon. Und es hat mich ein bisschen Überredungskunst gekostet. Aber ich habe es dann letztendlich geschafft, dass man mir ein paar mitgegeben hat. Europäischer Blogger zieht da immer. Ich habe es schon getrunken, muss ich fairerweise sagen. Allerdings vom Hahn im Brewpub in Vancouver. Große Empfehlung, wenn ihr mal da seid. Super Essen, super Biere und auch eine ganz, ganz tolle Atmosphäre mit Blick auf den Hafen. Und dieses Bier hat eine gewisse Geschichte. Man hat 4 Jahre lang an dem Rezept gearbeitet. Und wenn man es so die ersten Reaktionen liest, es soll unheimlich fruchtig sein, das ist es auch. Wenn man dann aber auf der anderen Seite schaut, was ist für Hopfen verwendet worden? Mosaik, Galaxy, Citra. Da sind natürlich hopfige Sorten dabei, aber das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber das Bier, zumindest vom Hahn, war es das. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich gehe das Ganze jetzt mal an. Habe mir da so ziemlich alles zusammengefladert, was man nur kriegen kann. Und ja, schauen wir mal, was da den Weg ins Glas findet. Und ihr seht schon, eine super, super schöne, trübe, goldene, leicht orange eingeschlagene Farbe. Jetzt kennt man jetzt nicht automatisch so von IPAs. Zwei Finger Schaum. Obendrauf und der Schaum haftet auch schön am Glasrand und das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe gehofft, dass das aus der Dose so ähnlich ist wie vom Hahn und schon allein als man die Dose aufgemacht hat, das ist wirklich tropische Frucht in Potenzen. Es ist Orange dabei, es ist Mango dabei, es ist Papaya dabei. Also so, aber in einer Intensität, die ich zumindest vorher noch nicht gekannt habe, hat so auf der einen Seite schöne, ganz leichte florale Noten, auf der anderen Seite hat es aber auch so ein bisschen so harzige Töne im Hintergrund mit dabei. Ja, in diesem Sinne, cheers. Muss sagen, es ist eines der wenigen Biere, die nach der Abfüllung nicht deutlich hinter dem vom Fass zurückbleiben. Gibt es ja immer wieder, dass man sagt, die Biere vom Fass haben einfach mehr Frische. Hier ist die Fruchtigkeit da. Es ist nach wie vor diese tropische Frucht. Mango, Papaya, alles, was ich vorhin gesagt habe. Es kommen aber jetzt auch im Antrunk gleich kräftigere, bittere Noten dazu. Das hat 65 Bittereinheiten, dieses Bier. 6,7 Volumenprozent Alkohol.
jetzt nicht ganz extrem für ein IPA, aber schon durchaus eine schöne bittere. Auch nicht ganz extrem auf der alkoholischen Seite, aber deutlich mehr, als man das gewohnt ist von einem Standardbier. Aber hat im Antrunk diese zitrusigen Noten. Es kommt Grapefrucht noch mit dazu. Es hat tatsächlich etwas leicht Fruchtsaftiges, wobei es das wahrscheinlich jetzt nicht so trifft, aber man hat so das Gefühl, da ist irgendwie auch Fruchtsaft mit drin. Und es war auch eine meiner ersten Frage, ist da irgendwie Saft verwendet worden? Nein, ganz sicher nicht. Und ein ganz tolles Malzbett. Es ist ein bisschen Pinie mit dabei bei diesem Bier. Ein ja, mittlerer, schön malziger Körper bei diesem Bier. Kohlensäure nicht zu aufdringlich, passt sehr, sehr gut. Und das Schöne ist, hinten raus im Nachtrunk, da kommen dann diese bitteren Einflüsse. Da kommt der Hopfen, es wird ein bisschen harziger wieder das Bier. Die Frucht nimmt sich ein bisschen zurück, ohne aber ganz zu verschwinden. Und das macht dieses Bier unfassbar gut trinkbar. Es ist unglaublich erfrischend. Es ist persönlich für mich das, was ich von einem guten IPA erwarte. Ja, Wünsche bleiben da eigentlich fast überhaupt nicht offen. Es hat Hopfen, es hat Frucht, es hat Malz und das alles in einer wunderbar ausgewogenen Einheit. Und ja, 4 Jahre hat es gedauert, bis man dieses Rezept gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war definitiv jeder Tag wert für dieses Bier. Und das habe ich mir auf dem Heimflug von Vancouver überlegt. Wenn das jetzt aus der Dose genauso schmeckt, dann mache ich etwas, was ich mir schon länger überlegt habe. Ich gebe einem Bier pro Jahr, nämlich genau 6 von 5 möglichen Punkten. Und das wird dann das Probier Beer of the Year. Und das Steamworks Flagship IPA, das hat sich diesen Titel extrem redlich verdient. Also, Beer of the Year. Und das wird es jetzt jeden November geben bei Probier TV, ein Bier des Jahres. Und dieses Jahr geht der Titel ganz klar nach Vancouver zu der Steamworks Brewery für das Flagship IPA. Preise hat das Ding genug gekriegt. Jetzt kriegt es auch noch meinen Preis dazu. Ich drücke ganz, ganz feste die Daumen, mir und euch vor allen Dingen, dass Steamworks Europe das Bier bald und ganz, ganz schnell nach Europa bringen wird. Man war sich bei Steamworks jetzt noch nicht ganz so sicher, ob das passieren wird, wie schnell das passieren wird. Ganz ehrlich, also das Ob hoffe ich mal nicht, dass das eine Frage ist. Und wenn es im nächsten Frühjahr kommt, ich werde so lange warten können, aber das ist wirklich, wirklich ein sensationell gutes Bier geworden. In diesem Sinne, Daumen hoch dafür. Würde mich freuen, wenn ihr mal vielleicht in der Nähe seid und auch einen Schluck von diesem Bier ergattern könnt. Dann schreibt mir eure Erfahrungen mit Steamworks. Tolle Biere, die da aus Kanada kommen. In den nächsten Tagen werde ich noch ein bisschen über meinen Besuch, nicht nur bei Steamworks, sondern in Vancouver generell schreiben. Also bleibt mir gewogen, abonniert den Kanal und vor allen Dingen gebt mir ein kräftiges Like. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder Montag, Mittwoch, Freitag beim Bier um 4 hier bei Probiert TV. Bis dann. Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi.